Ja, einfach ein schönes Gefühl. Das war es einfach schön. Wenn ich helfen kann, helfe ich gern. Und ich hoffe natürlich in diesem Fall, dass es auch hilft. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. De actie van VVV-spits Lennart Tee ging afgelopen weekend de hele wereld over. Tee ontbrak tijdens het duel met PSV omdat hij stamcellen heeft gedoneerd aan een patiënt met leukemie. Ja, jetzt wieder besser. Also ich war die letzte Woche sehr schlapp. Auch direkt nach dem Eingriff, nachdem die Stammzellen rausgenommen wurden. 2, 3 Tage das Wochenende. Eigentlich hatte ich auch vor, mir das Spiel im Stadion anzugucken. Aber ja, habe mich dementsprechend dann doch nicht so fit gefühlt. Ja, und habe die Pause gebraucht nochmal. De belangstelling voor Tee's actie was dit weekend, net als bij deze persbijeenkomst, enorm groot. Het maakte hem in één klap wereldberoemd. Ja, eigenlijk sollte het selbstverständlich zijn dat jetzt zo'n Hype drum gemacht wurde. Dat heeft mich selber überrascht, dat het medial jetzt zo'n Aufkommen erregt hat. Maar ja, liever würde ich später wieder im Fußball Schlagzeilen machen. Maar ja, ich habe schon gesagt, wenn es hilft. Mehr Leute dazu anzuregen, sich anzumelden und was gegen die Krankheit natürlich zu tun, dann war es das wert und dann ja, nehme ich das gerne in Kauf. De actie van Lennart is natuurlijk een waanzinnige mooie actie geweest. Maar ik denk met name wat eruit voortkomt. Als je ziet, nogmaals in de stadions, Jupiler League, Eredivisie, dan zie je dat op dat moment eigenlijk alles weer één is. En dat uiteindelijk alle strijd die de ploegen onderling voeren, om kampioen te worden, om te degraderen, whatever. Dat je dat nu weer in het niet ziet vallen afgelopen week in de 11e minuut en overal de spandoeken. Dus ja, ik denk dat dit weer aan de andere kant ook weer de saamhorigheid van de voetbalsport kenmerkt. Ja, ik moet schon zeggen dat die toeschouwers alle opgestanden zijn en geklatscht hebben in de 11e minuut. Dat was schon zeer speciaal. Ja.